Servus Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, es ist Wochenende und Zeit für ein paar News. Ich habe ja letzten Monat keine News gemacht. Ich war echt viel geschäftlich unterwegs, irgendwie total verpennt die News. Deswegen jetzt die News zu den Projekten, was war, was noch kommen wird. Ja, wir fangen ganz einfach an. Ganz klar, letztes Projekt. Übrigens, das heißt Stoßlader. Ich war mir unsicher damals, beziehungsweise damals, vor einer Woche, war ich mir unsicher, ob das wirklich Stoßlader heißt, aber das heißt tatsächlich Stoßlader. Ich habe das jetzt von mehreren Leuten gehört. Das heißt wirklich Stoßlader. Es gibt ja irgendwie für mehrere Sachen den Begriff Stoßlader. Aber gut, auf jeden Fall, das ist eine Stoßlader mit variabler Höheneinstellung. Hat sehr, sehr vielen Leuten von euch richtig gut gefallen. Mir persönlich auch. Das Ding funktioniert wirklich einwandfrei. Ich bin echt happy damit. Ja, und wem es noch gefallen hat, Michael Truppe von Let's Bastel, der hat mich ja bei Instagram angeschrieben, dass er das richtig cool findet, das Teil. Er hat mich sogar bei seinen News montags erwähnt, das heißt, die jetzt am Montag erschienen sind, hat er mich erwähnt, drüber geredet, wie gut er das findet. Von daher an dieser Stelle, Michael, wenn du zuschaust, vielen Dank fürs Erwähnen und freut mich natürlich, dass dir das gefallen hat, ganz klar. Ja, das hier, die Stoßlade ist natürlich eins dieser Jigs-Vorrichtungen für meine Handwerkzeuge, die ich jetzt gebaut habe. Da werden auf jeden Fall noch einige kommen. Ich werde die brauchen, deswegen, da kommen noch einige Vorrichtungen in dieser Art und Weise. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine schöne Alternative zu meinen anderen Projekten. Und ich habe da auch richtig Spaß dran. Von daher, ich habe ja damals auch gesagt, dass ich mehr mit Handwerkzeugen auch machen werde. Klar, Maschinen kommen auf jeden Fall auch dran, aber Handwerkzeuge kommen jetzt immer Stück für Stück ein bisschen zur Geltung. Falls ihr euch daran erinnert, ich habe vor ungefähr, das war eins auch meiner ersten Projekte mit, vor ungefähr anderthalb Jahren hatte ich ja meinen Bohrtisch gemacht, beziehungsweise ja, meinen Bohrtisch für meinen Bohrständer von Wabeco. Und das waren drei Teile insgesamt. Das Teil habe ich jetzt auseinandergerupft. Wie auseinandergerupft, zeige ich euch mal. So, wie ihr seht, hier fehlt ja ein Teil. Momentan steht das Ganze ja auf meiner Werkbank, also auf der ersten Werkbank, die ich damals gebaut habe. Ich verlinke euch das mal, falls ihr das Projekt nicht gesehen habt. Auf jeden Fall, das ist jetzt der obere Teil des Bohrtisches. Der steht jetzt momentan hier auf der Werkbank. Wie ihr seht, ich bin ja ungefähr 1,92, 1,93 und das Teil geht mir bis hierhin. Das ist definitiv zu hoch. Ich musste eine Übergangslösung finden, deswegen habe ich das Ganze jetzt auf die Werkbank gepackt. Und ich muss auf jeden Fall einen neuen Bohrtisch hierfür bauen. Das heißt, der hier kommt weg und dann kommt was Neues hin. Und zwar etwas, was ein bisschen kleiner ist, was natürlich auch auf der Werkbank stehen wird, weil ich will das momentan auf der Werkbank haben und nicht separat irgendwo nebenan, weil das nimmt mir einfach Platz weg. Und ich will das nicht, deswegen baue ich das ein bisschen kleiner. Das heißt, das Teil wird komplett auseinandergerupft. Das Einzige, was ich wahrscheinlich gebrauchen werde hiervon, sind die Schienen. Die Schienen baue ich aus, verwende die dann in dem neuen Bohrtisch dann weiter. Auf jeden Fall, das wird ein ganz neues, cooles, peppiges Design werden, weil jetzt weiß ich, was ich brauche. Das wird euch wahrscheinlich auch so ergehen, wenn ihr länger mit irgendwas arbeitet, dann wisst ihr ganz genau, was stört euch daran, was würdet ihr in Zukunft verbessern, wenn ihr das nochmal bauen würdet. Und so geht es mir jetzt natürlich auch. Ich weiß jetzt genau, was ich brauche und das werde ich dann dementsprechend so umsetzen. Von daher, das nächste Projekt, was folgen wird, ist der Bohrständer. Und der zweite Teil, das heißt der untere Teil vom Bohrständer, der ist hier drüben. Ich schwenke euch mal rüber. So, ich habe das ganze Teil jetzt verschoben. Das steht jetzt hier neben der Tür, neben meinem Holzlager und den Unterteil konnte ich sehr gut gebrauchen für meinen Bandschleifer, beziehungsweise für meinen Kantenschleifer, den ich damals gebaut habe. Video natürlich auch hier oben, falls ihr das nicht gesehen habt. Ich wusste einfach nicht, wohin damit. Wenn ich den Kantenschleifer jetzt auf die Werkbank gesetzt hätte, dann hätte er mir wahrscheinlich die halbe Werkbank da weggenommen an Platz. Ist natürlich nicht schön. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft noch eine Werkbank bauen müssen. Höchstwahrscheinlich ohne Video, weil es wird nicht anders sein als die erste Werkbank, die ich gebaut habe. Von daher, ich brauche auf jeden Fall noch eine Werkbank, ich brauche noch mehr Platz, noch mehr Fläche, wo ich arbeiten kann, beziehungsweise wo ich so kleinere Maschinen abstellen kann. Und das war natürlich jetzt perfekt geeignet, dieses Untergestell für den Kantenschleifer. Deswegen, der wird jetzt erstmal hier draufstehen. Vielleicht überlege ich mir in Zukunft, ob ich irgendwas noch für den Kantenschleifer baue. Ich glaube es aber eher nicht, also so wie es momentan aussieht, eher nicht.
Von daher Priorität 1 jetzt erstmal das nächste Video, und zwar der Bohrtisch. So, dann ganz wichtiges Thema, ganz klar. Vielleicht verwirre ich damit auch die Leute, ich weiß es nicht. Ihr könnt mir unten in die Kommentare einmal reinschreiben, ob das der Fall ist. Aber ich bringe ja ab und zu mal Videos freitags raus, dann samstags, dann sonntags. Ihr wisst prinzipiell nie genau, wann ich die Videos rausbringe. Bei mir ist das halt so, ich kriege die Videos halt nicht in einer Woche fertig. Das ist zeitlich einfach unmöglich. Und in den letzten 2 Jahren war das ja so, und wahrscheinlich habt ihr euch auch daran gewöhnt, alle 2 Wochen kommt von mir ein Video. Ab und zu passiert es, klar, wenn ich mal krank bin oder wenn ich einfach geschäftlich irgendwo unterwegs bin, dass ich dann Bescheid sage und dann sage ich, okay, das Video verspätet sich um vielleicht eine Woche. Aber prinzipiell, mein Rhythmus sind alle 2 Wochen. Und ich will das jetzt so machen für euch, damit ihr Bescheid wisst. Wenn ich ein Video rausbringe, dann wird es immer sonntags sein, und zwar um 18 Uhr. Ich möchte gerne euch eine Zeit geben, worauf ihr euch verlassen könnt. Das heißt, wenn ein Video von mir kommt, höchstwahrscheinlich alle 2 Wochen, dann wird es am Sonntag um 18 Uhr sein. Vielleicht ist das für euch auch besser, dann wisst ihr Bescheid, von wegen, Sonntag 18 Uhr, könnte sein, dass Wutspezi vielleicht ein Video hat. So, kommen wir dann auch zum letzten Punkt in diesen News. Es geht natürlich darum, ich habe ja gesagt, ich will mehr mit Handwerkzeugen arbeiten. Aus diesem Grunde werde ich dann natürlich auch mehr mit Massivholz arbeiten. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, ich möchte gerne eine Maschine mir anschaffen. Diese Maschine will ich mir höchstwahrscheinlich auch nach Weihnachten anschaffen, weil ich schaffe das, glaube ich, auch geldtechnisch überhaupt nicht vor Weihnachten. Und es handelt sich um einen Abrichtdickenhobel. Ich möchte gerne eine Kombimaschine haben, das heißt Abrichten und Dickenhobeln. Beides in einer Maschine. Gibt es ja von Holzmann, von Hammer, von Felder, von Holzprofi und so weiter. Ich habe jetzt schon ein bisschen recherchiert. Klar, ein paar Modelle kenne ich jetzt schon. Und ich möchte jetzt einfach nur eure Meinung hören. Ich bin mir sicher, viele von euch haben solche Maschinen zu Hause stehen. Und da würde mich interessieren, welche ihr habt, und würdet ihr die weiterempfehlen? Würdet ihr euch vielleicht eine neue kaufen? Ihr habt ja jetzt diejenige, die ihr jetzt zu Hause habt. Und würdet ihr euch die nochmal kaufen oder würdet ihr doch ein paar Euro mehr in die Hand nehmen oder weniger für eine andere Maschine? Und das würde ich euch bitten, falls ihr solche Kombimaschinen zu Hause habt, bitte teilt mir das mit, was ihr mir persönlich empfehlen würdet. Ich habe jetzt natürlich geguckt, Holzmann, die, glaube ich, Andi hat, die Michael Truppe hat und so weiter, die kosten so an die 800 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht, also die Erfahrungsberichte waren so lala. Die waren nicht so super zufrieden, die waren auch nicht komplett dagegen. Ich weiß es nicht. 800 Euro ist für mich okay als so eine Abrichtdickenhobelmaschine. Klar, kann ich auch nicht sofort aus der Tasche ziehen. Muss ich auch ein paar Monate sparen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall meine Prio 1 Maschine, die ich mir demnächst zulegen werde. Ich habe jetzt natürlich auch Hammer geguckt. Die A331, die Jonas Winkler mal vorgestellt hat. Eine richtig geile Maschine. Aber mit diesem Silent Power Hobelmesser, da kostet das Ding 2,5 Riesen. Weiß ich nicht, ob ich so viel Geld dafür ausgeben möchte. Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Vielleicht eine gebrauchte mir mal anschauen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Eine gebrauchte wird wahrscheinlich auch 1,8, 2.000 kosten. Ganz sicherlich. Von daher Holzprofi vielleicht. Wie sind diese Maschinen? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen mit? Ich auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung. Was meint ihr? Ich würde auf jeden Fall gerne eine Hobelbreite von 30 cm haben. Mehr muss nicht sein, weniger nicht unbedingt. Es gibt auch welche mit 26 cm. Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann nein, aber 30, das wäre für mich so ideal. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall unten in die Kommentare einmal reinschreibt, welche Maschine ihr mir empfehlen würdet, die auch nicht jetzt super teuer ist, ganz klar, aber im Bereich so 800 bis, ich würde sagen, maximal 1.400, 1.000, aber 1.500 Euro wirklich, Maximum. In diesem Sinne bin ich auch am Ende der News angekommen. Ich hoffe, diese Neuigkeiten und Informationen haben euch gefallen. Ich wünsche euch frohes Schaffen und bis in 2 Wochen. Also bis dahin.